Hallo, ich bin die Kerstin von Futureshape und ich zeige euch heute, wie man mit dem Sensefloor nicht nur Stürze erkennen, sondern auch vermeiden kann. Stürze erkennen mit dem Sensefloor ist ja besonders zuverlässig, weil sie eben nicht Sensoren am Arm getragen werden müssen oder irgendwo im Raum sind, sondern wirklich im Fußboden. Und das gleiche Prinzip kann man jetzt auch nutzen, um Stürze zu vermeiden. Wenn also im Pflegeheim nachts ein Bewohner schlaftrunken aufsteht, ein bisschen wackelig auf den Beinen ist, dann ist die Sturzgefahr sehr erhöht. 50% der Stürze passieren nachts. Und wenn man hier jetzt automatisch ein Orientierungslicht einschaltet, sobald der Bewohner aufsteht, dann ist die Stolpergefahr schon mal deutlich reduziert. Wenn jetzt noch zusätzlich eine Schwester benachrichtigt wird, die dem Bewohner bei dem Gang ins Bad helfen kann, falls das nötig ist, ist der Gang zur Toilette für den Bewohner so sicher wie früher ein Spaziergang im Grünen. Das Sensefloor hilft, die Stürze zu vermeiden. Das bestätigen uns auch immer wieder die Kunden, die Sensefloor zur Sturzprophylaxe schon im Einsatz haben. Und die lasse ich jetzt gerne auch mal selber zu Wort kommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auch prophylaktisch schon arbeiten können, da wir Bewegungsmuster, Laufmuster besonders in der Nacht aufzeichnen können und dementsprechend dann rechtzeitig zum Beispiel einen Toilettengang abfangen können. Wir haben hier im oberen Wohnbereich den Sensefloor im Einsatz. Wir lassen dort auch Bewohner gezielt einziehen, die aufgrund ihrer Erkrankung sturzgefährdet sind. Wenn ein Mieter nachts wandert, ist man doch in der Nacht etwas getrübt von den Aufnahmen her. Man ist ein bisschen langsamer, die Sturzgefahr ist unglaublich höher, gerade nachts. Da kann man nachregeln. Ja? Da kann man sagen, okay, wir wissen, die Person A ist sturzgefährdet und hat Probleme und da kann man mehr helfen. Dann können wir eben gerade nachts sofort reagieren. Wir können reagieren, bevor irgendwas passiert.